Moin Moin Leute, herzlich willkommen, neue Runde hier vom EA Sports FC. So, heute wollen wir nicht so rumalbern hier, ne? Oder rumtrödeln, mal ein bisschen Gas geben. Übung macht den Meister. Richtig, Moin Moin, danke dir fürs Reinschalten. Und nicht wieder die falsche Kabine hier. Jo, drittes Spiel am heutigen Vormittag. Bisher ein Sieg, ein Unentschieden. Bleiben Sie dran, wir sind natürlich live dabei. Das Warten hat ein Ende. Jetzt rollt hier gleich endlich der Ball. Und mal sehen, ob der Ball rollt. Ins Tor. Der Gegner. Aber da liegt schon wieder Schnee. Das finde ich immer optisch immer anstrengend. Zu Hause an den Geräten. Ich begrüße Sie hier im Olympiastadion, dem Austragungsort dieser heutigen Partie. Das gewohnte Team aus Wolfuß und Frank Buschmann wird Sie auch heute wieder durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Das wird fantastisch, da habe ich keine Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Da schießt er. Nur eigenen Mann getroffen, oder? Hat den Ball klasse geblockt. Eine Ecke. Wo bleibt mein Mitspieler? Ja. Julian Brandt geht unwiderstehlich nach innen. Alter, Schlotterberg mit Fallrückzieherversuch. Ja, aber leider knapp vorbei, eine richtig gute Aktion. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Es gibt ein Tor im Spiel an der alten Försterei. Im Studio jetzt die Infos. Wir haben hier das erste Tor für Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 7 Minuten. Glück für das Update. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Stark gemacht, das könnte was werden. Ach, Mist. Heute wird es hier vor allem auf die Leistung von Youssoufa Moukoko ankommen. Das ist eine Teamleistung. Kommt ja auf jede Leistung an. Die Taktik, die Strategie. Kam es auf Schlotterbeck an, dass er den Ball so wegköpft. Jetzt kommt es Adeyemi an, der hier mal ein bisschen Gas geben muss. Der Ball jetzt bei Karim Adeyemi. Oh. Moukoko ist das. Da hat er die Chance. Ja, nein. Dachte, abgefälschen geht noch rein. Ball ist bei Julian Brandt. Das ist die Chance. Gottes Willen, was Chancen hier verdattelt werden. Rese. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Macht er ihn! Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler hat wieder Pass reingefälscht. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Er hat den Handel ein bisschen zu hoch angesetzt. War ein bisschen Fukuhila fast, oder? Wiese. Alex Balde. Sie bieten sich an. Guter Einsatz, er hat den Ball. Florian Niederlechner. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Guter Steilpass hier, macht er gut. Da ist er durch. Er konnte gar nicht mehr verballern. Wie war das denn? Ja, für Sie haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Nichts. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie
es hier weitergeht. Was ist denn gleich mit dem 2:0? Die Vorwärtsbewegung jetzt. Schön durchgesetzt. Er schießt. Ja, gibt nur Abschluss. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leipzig. Der neue Spieler ist ein bisschen langsamer hier, ne? 2:0. 39 Minuten. Vielleicht der Ball in die Mitte. Interessante Info. Dankeschön dafür. Schlotterbeck. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Gut. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Vor der Pause haben wir von Karim Adeyemi eine gute Leistung gesehen, oder? Knappe Führung für den BVB. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier das erste Tor für die TSG Hoffenheim. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 49 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Da ist der Ball weg. Tottenham hat sich einen neuen Spieler geholt. War nicht so einfach, den zu verpflichten, aber jetzt hat es geklappt. Ach, ganz ehrlich, ich glaube nicht weit genug. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ja, glaube ich auch. Das ist ein ziemlich alter Spieler, der gewechselt ist. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Ja, da grätschen, wa? Ah, das war dann zu schade, wenn ich da zum Brand durchgekommen wäre. Gefährlich werden können. Oh, Marlen. Warum ist denn der zu unzufriedener? Kobel, 90+7. Wahnsinn, die Parade gerade, wie er sein Team da im Spiel hält, weiterhin nur ein Treffer Rückstand. Ja, ist mir auch ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Warum ist da jetzt mehr? Oh. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Alex Balde. Ball bei Kunde. Ja, Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele. Immer wieder. Sehr souverän. Auf dem Flügel ist viel Platz für Julian Brandt. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Julian Brandt. Weiter zu Mokoko. Tonali. Oh Mann, ich denke, er kann gut schießen. Tor im Spiel an der alten Försterei. Im Studio jetzt die Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Union Berlin. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 73 Minuten. Dankeschön für Dankeschön. Die Infos. Wiedersehen. Vom Ball. Sie haben doch ab. Die Chance. Er macht das Tor und damit erhöhen sie ihre Führung auf 2 Tore. Viertelstunde vor Schluss, 2:0, recht solide, ne?
seht es in der Wiederholung, da ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann das Tor. Trainer wird sauer sein. Kim. Suat Serda. Schönes Dribbling hier. Da ist der Schuss. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Und jetzt haben wir Coco. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Hoffenheim. Der neue Spielstand lautet hier 4:2. Gespielt sind 83 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Oh. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Ist das dann zu fassen, Leute? Genau hinschauen. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verbauen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Brandt. Klostermann. Kobel. Schlusspfiff, das war's für heute. Gute Zeit gerettet, ne? Keine Gefahr mehr eingehen, da 3 Punkte wichtiger als noch irgendwie versuchen, 3:1 zu erzielen. Das hätte ausgehen können, aber sie werden sich natürlich trotzdem freuen. Das war ein wichtiger Sieg. Ja, wichtige 3 Punkte. Vor allem, weil Bayern ja gepatzt hat. Frankfurt hat auch gewonnen. Ist Frankfurt jetzt wieder gleich mit Bayern, oder? Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Habe ich eine andere Wahl? Sind Sie stolz auf die Leistung von Borussia Dortmund? Auf jeden Fall. Sind Sie Ihrer Meinung nach gut gespielt? Wir waren besser. Batsch, batsch. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Keine weiteren Fragen. DFB-Pokal steht an gegen Darmstadt. Was für Nachrichten haben wir denn? Wo ist denn die Maus? Wieso ist die Maus immer wieder im Spiel? So. Also, Malte Hoffmann hat optimale Fitness erreicht. Ein ausgeglichener Plan wäre jetzt am besten. Mannschaft. Da sind nicht mehr so viele, ne? Müssen wir wieder welche von draußen verpflichten, auf jeden Fall. Jetzt möchte Bayern Kobel kaufen. Neue Zeit, ne? Gut ablehnen. Finde wohl. Sonst wäre es abgelaufen. 539 Millionen wurden ausgegeben. Zum Stillstand gekommen, da keine Einigung erzielt werden konnte. Samton hat sich die Verhandlung zurückgezogen. Na toll. Ja, Zeit war oben, ne? Hätte er selber machen sollen. Aber egal. Zwei Stürmer spielen sie. 79, 74, 73, neigt man wieder zum Unterschätzen, ne? Und schon mal im DFB-Pokal letzte Saison sang- und klanglos ausgeschieden.
Nein. Einen wieder verpasst. Oh Mann. Zu viel, ja, wollen wir sagen, zu viel Zeit verloren. Und schon wieder zu viel Zeit verloren. Ja, da muss einfach den Parcours dribbeln, ne? Das nützt ja nichts. Wenn man da einmal den hier Anschluss verliert, ist es meistens nicht mehr zu schaffen. Zwei Dribbel und drei Dribbeltore noch, ne? Och komm, so braucht man ja auch nicht anfangen. Schon mal besser auf jeden Fall. Darf ich heute nicht die Dribbelübung? Stelle moin. Vielen Dank fürs Reinschalten. Also die Übung war nix, ne? Das ist schon mal kein gutes Omen hier für ein DFB-Pokalspiel. Das ziehen wir jetzt aber noch durch. Trikot ändern. Bin not amused über den Zustand des Teams, ehrlich gesagt. Hätte noch mehr auf Erholung gehen müssen jetzt. Es ist fast logisch, wenn wir hier heute besonders im Auge behalten sollten. Denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Wir zeigen sie Ihnen live aus einer echten Winterlandschaft. Melden wir uns heute Abend, liebe Fußballfreunde. Und damit begrüßen wir Sie recht herzlich zu diesem Spiel im Schnee. Ich bin im Schnee. Hier sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Darmstadt 98. Adeyemi. Oh, Adeyemi. So wird das nix. Den hält der Torwart natürlich.
Ball ist bei Julian Brandt. Sie bringen den Ball in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Holland. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Die Chance kann er erstmal befreien. Er bleibt im Spiel. Und so tritt der BVB heute also an. Anspannung. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Das ist die Chance. Uha. So, Konzentration. Es kann nicht sein, dass sie Chancen kriegen. Das ist DFB-Pokal. Das ist ein K.O.-Spiel, Leute. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Sie holen sich diesen Ball. Zimmermann. Es wurde in den vergangenen Tagen viel über ihn diskutiert, weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt, am Ende dieser Saison geht er in Rente. Ja, das war's dann mit dieser tollen Karriere, Wolf. Er hat viel erreicht, hat uns immer wieder begeistert. Oder? Und auf den Manager kommt jetzt eine Aufgabe zu. So einen Spieler, den findest du nicht so einfach nochmal. Malen. Brandt. Wichtige Aktion. Mann, er sollte in die Mitte. Da kriegt er nicht ganz. Andere Spieler waren nicht so langsam. Tonali. Den Ball holt er gut verteidigt. Zu eigensinnig. Das frühe Stören jetzt. Er fängt diesen Ball ab. So, jetzt mal konzentriert spielen. Den Ball laufen lassen. Alfonso Davis. Sie lauert da jetzt auf die Führung. Die Riesenchance. Und jetzt aber hier das erste. Geht doch. Er hätte gut schon ein bisschen vorher fallen können, ne? Da müssen Spieler schon. Macht das unheimlich gut. Den Schuss kannst du nicht. Werden wir nämlich gleich sehen in der Halbzeitpause, dass einige schon echt energietechnisch nicht mehr so gerade vor sind. Da geht er vorbei. Ist das das Tor? Ball bleibt hängen. Angriff erstmal zu Ende. Halbzeit. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang. Ja, wenn früh wechseln ab 55 oder so. So, weiter geht's. Wir gehen rein. Da haben wir ja genug Substanz an sich noch auf der Bank. So ist es ja nicht. Ein bisschen beruhigender wäre natürlich schon. Oh, der ein bisschen zu spät, ein bisschen zu ungenau. Sandro Tonali. Ball bei Malen. Ball kommt nach hinten.
Moukoko ist das. Moukoko! Abgeblockt, weiter gefährlich. Ganz stark abgeblockt, wieder einmal. Er ist heute hellwach. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Herzlich mit West Ham United auf einen... Mega. Guten Morgen, moin moin. So, malen vorbelastet. Hoffmann kann auch Innenverteidigung. Wechsel geeinigt, da dürfen wir gespannt sein, ob er sich durchsetzen kann. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Karim Adeyemi. Die Chance für Moukoko. Brand ausgerutscht. Aber er muss aufpassen. Sie kommen, sind ein schöner Schuss. Zu trennen. Ganz sicher. Dortmund wechselt. Julian Brandt. Da kommt die Flanke. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Hua. Ja, Jungs. Nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Holland. Sie haben den Ball. Karim Adeyemi. Davis. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Der BVB ist aktuell wirklich spielbestimmt. Man hatte in den letzten Minuten die klar bessere Ballbesitzquote. Und die, aber jetzt eine Sekunde den Abschiebepunkt verpasst. Ball. Super gemacht, gute Verteidigung. So, viel Platz für den Konter. Steht nach wie vor nur 1:0. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss so, Hoffmann. Oh, was für ein Ball. Da sieht man halt die Schwäche vom Nachwuchsspieler. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ist natürlich ein richtig guter Pass. Und so wird das nix. Den hält er Tor. Wechselkontingent erschöpft. Natürlich. Wechsel bei Dortmund. Julian Brandt. Sie bringen den Ball in die Mitte. Und da haben sie den Ball. Also für mich sind sie da aktuell ein wenig zu passiv. Klostermann. Klostermann. Ich hab's nicht mehr so eilig. Würde den Ball nicht mehr hinterherlaufen müssen. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Jetzt ist Platz für den Konter. Die Fans werden laut, das könnte eine Schusschance sein. Alfonso Davis. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf.
Viel Zeit haben sie nicht mehr und sie versuchen es nochmal. Sie kommen nochmal. Wer kann jetzt doch noch den Ausgleich machen? Yes. Dortmund hat es geschafft. Der BVB ist in der nächsten Runde. Eine Runde weiter. Interessantes Spiel erlebt. Knapper Sieg am Ende. Damit sind sie weiter. Und wer weiß, was noch geht? Wer weiß, was noch geht? Knapp ist 1:0 nur, ne? Kann ein bisschen mehr erwarten, aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Bayern hat Leipzig rausgehauen im Viertelfinale. Also wir sind im Halbfinale. Hamburg gegen Bremen. Das ist ja auch ein schönes Top-Duell hier, ne? So Top in verschiedenen Duell. Norddeutsches Top-Duell. Mal gewesen. Hi. Naja. Bisher war es die Antwort von Darmstadt zu überwinden. Leicht war es nicht. Wir können von ihnen lernen. Wir haben unser Spiel gemacht. Danke, dass Sie bei uns waren. Keine. Nicht dafür. Hä? Verstehe ich nicht. Spielen wir denn jetzt schon wieder? Ach, ist es verlegt worden? Also das letzte Spiel vielleicht. Aber wir haben 6 Punkte vor Bayern und 5 Punkte vor Frankfurt. Hä, aber wieso spielen wir denn schon? Hä? Naja, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Kurze Pause und tschüss.